Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es um das Thema Strahlenbelastung, wie es unseren Körper beeinflusst und uns teilweise vielleicht auch nachhaltig krank machen kann. Ich habe heute zwei besondere Gäste, die sich damit befasst haben die letzten Jahre. Zum einen ganz live hier in meinem Studio habe ich Peter Andres. Hallo Peter. Freut mich sehr, Corinna, hier zu sein. Schön, freut mich auch, dass du da bist. Ich würde dich nur kurz mal gerne vorstellen oder du stellst dich mal kurz vor. Dann. Ich bin Informatiker, computergesteuerte Messtechnik, Unternehmer, Autor und beschäftige mich mit Informationsmedizin. Das ist mein Thema. Und du hast uns noch digital einen Gast mitgebracht. Ja, das ist ein Kunde von mir. Der Herr Baldauf ist Baubiologe und auf der einen Seite hat mich seine Lebensgeschichte fasziniert, wo ich eine ähnliche habe und was den Zuschauern durchaus was bringen kann, damit sie nicht mit 65 eben aufhören zu leben und dahin vegetieren. Mhm. Das ist das eine, seine Einstellung, und das andere, seine Erfahrung mit unseren Vita-Chip, Vita-Systemprodukten, hat er eben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das würde ich gerne einfach hier vorstellen heute. Herr Baldauf ist im Nürnberger Raum, konnte heute eben nicht hier sein, deshalb machen wir es über Zoom. Schön. Und ich freue mich so sehr, es geht ins Herz. Hallo Herr Baldauf. Hallo Corinna. Herzlich willkommen hier, digital in der Schweiz aus Würzburg. Ja, die Technik macht's möglich. Ja, wunderbar. Also die Vorteile haben wir heutzutage wenigstens schon mal, auch wenn sie auch ihre Tücken mit sich bringt, wie wir ja schon jetzt angekündigt haben. Wollen Sie gerade mal direkt ein bisschen aus Ihrem Leben einen Schwank erzählen? Das mache ich gerne. Also ich bin Horst Baldauf, seit 56 Jahren glücklich verheiratet, habe einen Sohn und zwei Enkelkinder. Schön. Beruflich habe ich Maschinenbau und Nukleartechnik studiert. War in drei Firmen in leitenden Positionen tätig. Aber mit 51 Jahren wurde ich dann innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr krank. Es folgten mehrere wochenlange Krankenhausaufenthalte, Rehas, unzählige Arztbesuche, bis ich dann schließlich 1991 erwerbsunfähig in die Rente geschickt wurde. Ich saß dann im Rollstuhl. Ärztlichen Prognosen waren ungefähr noch ein Jahr kannst du leben. Das war natürlich ein Schock für mich. Am Anfang nicht nur für mich, für die Familie. Alle schulmedizinischen Versuche schlugen fehl. Auch eine Chemotherapie brachte nicht natürlich das Ergebnis. Und nach wochenlangem Grübeln, Überlegen, in mich hören, wusste ich plötzlich, es war wie eine Eingebung. Nein, ich muss nicht sterben. Ich habe das dann zu meiner Frau gesagt. Ich habe gesagt, Gabi, irgendwas wartet auf mich. Ich muss irgendwas noch erfüllen. Dann begab ich mich auf die Suche und fand einen Arzt, der vorwiegend homöopathisch behandelte. Und da zeigten sich dann die ersten Erfolge. Ich habe dann auch viel Zen-Meditationen im Kloster gemacht, die mir geholfen haben, einen freien Kopf zu kriegen. Und da kam ich dann auch dahinter, dass ich so ein bisschen auf die spirituelle Ebene mich begeben musste. Ich war ja als Techniker, als Maschinenbauingenieur vollkommen hier auf das fixiert. Und tja, mir wurde dadurch klar, auch ich muss mich mit meiner Krankheit beschäftigen. Dann begann ich mit Seminaren, mit Homöopathie, Spagyrik, Schlüsselersalze, Orgon, all diese alternativen Dinge. Ich habe dann einen sehr guten Heilpraktiker auch kennengelernt, der mich zur Bioresonanz führte. Ich habe hier dann ein Bioresonanzgerät mit Hilfe der Familie, weil die sind nicht gerade billig, angeschafft. Ich habe auch die Ausbildung gemacht und habe mich dann damit therapiert, was auch heute noch der Fall ist. So hatte ich mich von der Schulmedizin abgewandt und der Komplementärmedizin zugewandt. Waren Sie sich dessen dann schon bewusst, was Sie für ein Krankheitsbild hatten? Also, oder hat sich da schon was verbessert? Ja, es hat sich was verbessert, aber nicht mit den medizinischen Dingen, sondern einmal im Kopf
dass ich eine ganz andere Sichtweise bekommen habe. Aber auch eben diese homöopathischen Mittel haben mir geholfen. Ich habe mich dann auch selber gespritzt mit homöopathischen Mitteln natürlich. Und das ging dann so langsam aufwärts. Also da waren Sie noch im Rollstuhl dann? Da war ich noch im Rollstuhl, ja. Okay. Und ich habe dann auch im Rollstuhl natürlich immer mit meiner Frau zusammen viele Seminare und Workshops gemacht. Und in einer renommierten Zeitschrift habe ich dann gelesen, lebende Zellen verstehen elektromagnetische Signale. Und da ging es im Inhalt darum, dass 330 Forscherteams in St. Petersburg unter anderem folgende Themen behandelt haben. Schwache und superschwache Felder und Strahlungen in der Biologie und in der Medizin. Und das hat mich natürlich wahnsinnig interessiert. Ich habe den Artikel 4-5 Mal gelesen. Ich war also ganz fasziniert von den Ergebnissen, die diese Forscherteams hier gemacht haben. Es war dieser zweite internationale Kongress. Und wenn ich das ganz kurz zusammenfassen kann, deren Fazit war, dass die Elektrosmog eigentlich kein Kriterium der Messlatte der Physik war, sondern es war ausschlaggebend für die schädlichen Nebenwirkungen der zellbiologische Informationsgehalt. Und dieser Satz hat mich eigentlich direkt elektrisiert. Weil wenn man überlegt jetzt die Grenzwerte, wenn wir da ganz kurz mal sprechen drüber, in Deutschland haben wir 10.000 Milliwatt pro Quadratmeter. In Russland ist der Grenzwert bei 100 Milliwatt und in Österreich bei einem. Aber dieses Fazit von den Forschungen, dass es nicht auf die Stärke dieser Strahlungen ankommt, sondern auf den zellbiologischen Informationsgehalt, das hat mich förmlich elektrisiert. Okay. Und jetzt war natürlich der Elektrosmog für mich in den Fokus gedrückt. Denn als Maschinenbauingenieur, da kommt der Strom aus der Steckdose, so wie ich gedacht, ne? Ja, dann habe ich also 1998 ein Kombistudium für Baubiologie begonnen. Wie alt waren Sie da? Da war ich dann 58. Wahnsinn. Genau. 58. Da war ich dann schon so weit, dass ich wieder mit Krücken ein bisschen laufen konnte. Ich war also nicht mehr nur auf den Rollstuhl angewiesen. Und ich habe dann in dem Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit bei Rosenheim das Studium gemacht. Das ist so ein Kombistudium. Das sind immer 4 Lehreinheiten und dann eine ganze Woche Unterricht. Mhm. Das war sehr anstrengend, denn die Woche ging wirklich von Sonntag bis Sonntag. Und na, das sind so 50, 55 Stunden gewesen. Und bei 24 Lehreinheiten waren das also schon etliche Wochen, wo die Ausbildung gedauert hat. Also bei mir hat es dann 1,5 Jahre gedauert. Ich konnte das dann mit dem Diplom abschließen. Super. Dann war für mich die Baubiologie praktisch ein wahnsinniges Thema, mit dem ich mich dann beschäftigt habe. Ich habe dann noch die Ausbildung zum Geopathologen gemacht. Geopathologe, der kümmert sich um die sogenannten Erdstrahlen. Jetzt habe ich natürlich mein Haus, ich habe so ein kleines Reihenhaus, habe das konsequent umgesetzt, was ich da gelernt habe. In Sachen Elektrosmog, dass man da was abschirmen kann, dass man da also praktisch auch die Geostrahlung was machen kann. Und dann ging es gesundheitlich wirklich schlagartig fast aufwärts. Also hat Ihre gesundheitliche Geschichte wirklich ausschließlich mit dem Elektrosmog-Thema zu tun gehabt? Kann man so sagen, ja. Weil wenn Sie überlegen, das weiß eigentlich jeder Arzt und jeder Heilpraktiker, die Zellspannung, also die Spannung in unseren Zellen, beträgt 90 Millivolt. Und ich habe bei meinen vielen, vielen Messungen, die ich jetzt schon gemacht habe, immer festgestellt bei den Leuten, die müssen sich aufs Bett legen, kriegen ein Messgerät in die Hand und dann kann ich diese Körperspannung messen. Da haben wir also Spannungen gehabt zwischen 400, 500, 600 Millivolt, im Extremfall 3000 Millivolt, in einem Wasserbett zum Beispiel, wäre elektrisch beheizt.
Und da kommt man, wenn ich das medizinisch ganz kurz anschneiden darf, natürlich nicht in den Parasympathikus-Zustand, sondern mein ganzer Körper ist in diesem Sympathikus-Zustand. Mhm. Und in dem Parasympathikus-Zustand greifen die Selbstheilungskräfte, aber in dem Sympathikus-Zustand nicht. Das heißt, wenn Sie jetzt im Bett liegen nachts und Sie haben eine Körperspannung von 400, 500, 600 Millivolt, dann muss ja der Körper diese Spannung als Widerstand abbauen. Sonst würde ja die Zelle durchbrennen. Das ist jetzt ganz laienhaft erklärt. Ja? Aber es ist einfach so, dass man da versuchen muss, in diesen richtigen Bereich reinzukommen. Was waren denn so die wichtigsten Veränderungen im Haus, die Sie vorgenommen haben, die für Sie jetzt ausschlaggebend waren? Was kann man jetzt einem Zuschauer empfehlen, der jetzt in einem Reihenhaus lebt oder im Haus oder Wohnung? Naja, also mal den Schlafplatz so sanieren, dass die Körperspannung unter 90 Millivolt ist. Wie kann man das machen? Also wenn ich jetzt allein im Bett liege, was mache ich jetzt, damit ich das erkennen kann? Nein, da muss man eben einen Baubiologen holen, der das messen kann. Man kann dann also praktisch über Netzfreischaltungen, wo also die über Elektronik die Sicherung abgeschaltet wird nachts, da kann man was machen. Ist natürlich nicht jetzt ratsam, nur die Schlafzimmersicherung rauszumachen. Das muss man einfach messen. Okay. Selber können es da wenig machen. Sie merken das vielleicht auch nicht. Sie merken es vielleicht, dass sie nicht so gut durchschlafen, dass sie weniger träumen. Das sind so die typischen Zeichen, wenn man da in diesem Bereich liegt. Ja? Also viel träumen würde auch ein Stück weit darauf hinweisen, dass der Schlaf in Ordnung ist. Ja, weil schauen Sie, ein Traum, das ist für unser ganzes Hirn praktisch wie der Arbeitsspeicher. Beim Computer haben Sie eine Festplatte und einen Arbeitsspeicher. Der Arbeitsspeicher muss immer wieder gelöscht werden. Und wir haben ja das Langzeit- und das Kurzzeitgedächtnis. Und da muss man eigentlich, das Kurzzeitgedächtnis wird über die Träume wieder aufgearbeitet. Und dann hat wieder Platz was für Neues. Das heißt, wenn man nicht träumt, dann wird der Arbeitsspeicher irgendwann voll. Und es kann dann im Extremfall bis zum Burnout führen. Wie hat es bei Ihnen angefangen von der Gesundheit her jetzt, dass ein Zuschauer auch mal einen Einblick bekommt in dieses Gesundheitliche? Kamen Kopfschmerzen oder wie ging es da bei Ihnen los? Das ist ja, glaube ich, auch sehr tückisch, wenn die Ärzte Ihnen ein Jahr noch überleben, diagnostizieren und Sie legen da noch ein Studium nach. Ja, ich meine, ich habe in dem Bereich der Knie hatte ich eine ganz aggressive Geozone und dann natürlich durch die Hochspannung im Bett habe ich dann eine Osteomyelitis bekommen, also in den Knien, in beiden Knien, was ganz selten ist, eine Knochenmarkentzündung. Mhm. Das war bei mir eigentlich dann der Ausschlag der Krankheit. Es wurde dann diagnostiziert eine Muskeldystrophie, weil ich konnte ja die Beine nicht mehr bewegen. Das ist dann eine Nervengeschichte und die haben eben dann gesagt, wenn diese Dystrophie weiter raufgeht in den Körper, das Herz ist ja auch nur ein Muskel. Und wenn das Herz betrifft, dann ist es halt aus. Und das war eigentlich dann diese Endprognose, okay, als sie mich aus dem ganzen klinischen Bereich dann entlassen haben. Jetzt sind Sie natürlich aufgrund Ihrer Krankheitsgeschichte zu einem Experten geworden und gehen jetzt in die Häuser oder auch Firmen. Wie sieht so Ihr Rentenalltag, sage ich jetzt mal, aus als Vollberufstätiger? Ja, lassen Sie mich das meinen Leitfaden noch kurz durchmachen, weil das kommt dann. Ja, gut. Ich meine, ich habe natürlich dann viele, viele Bücher gelesen, alle Themen bezogen. Und dann habe ich mich ja auch in die Quantenphysik neigewagt. Als Nukleartechniker war das nicht so schwer. Habe dann Bücher gelesen, zum Beispiel Gedanken sind stärker als Medizin. Mhm. Oder ein Buch, Das Geheimnis intelligenter Zellen. Dann ein Buch, Die phänomenale Wirkung der Quantenintelligenz. Und dann habe ich mich in die Quantenmechanik, Quantenphysik und in die Informationsmedizin eingelesen und habe mich da ausbilden lassen. Und dann kam für mich in einem Buch ein ganz wichtiger Schlüsselsatz, der mich heute noch begeistert und den lese ich Ihnen vor. Der war, wenn die Seele weint und niemand hört dich,
dann werde ich vorangehen und krank werden, sprach der Körper zur Seele. Dann wird man hoffentlich Zeit für dich haben. Und es war für mich so ein Schlüsselsatz insofern, denn da habe ich begriffen, warum man krank wird und was man unter Umständen dann aus dieser Krankheit lernen kann. Da gibt es dann auch Bücher, Krankheit als Chance, Krankheit als Weg. Und also man wird nicht einfach so krank, sondern das hat eine Bedeutung. Das ist für mich das Schlüsselerlebnis damals gewesen. Und jetzt zu Ihrer Frage. Ich arbeite jetzt seit 13 Jahren mit ein paar Heilpraktikern zusammen, mache also baubiologische und geopathologische Haus- und Schlafplatzuntersuchungen. Ich habe auch schon etliche Vorträge gehalten über das Thema, weil es macht mir einfach Freude, anderen helfen zu können und mein Wissen weiterzugeben. Denn ich weiß ja aus der Erfahrung und aus den vielen Rückmeldungen, dass das ein sehr wesentlicher Punkt ist, dass der Schlafplatz in Ordnung ist. Hm. Denn im Grunde genommen, das sollten alle wissen, die in der Gesundheit tätig sind. Alles Therapieren nützt nichts, wenn man in einem kranken Bett liegt. Und dieser Satz hat mir so gefallen, der stammt von Paracelsus. Paracelsus, der war 1493 bis 1541. Und der hat damals schon gesagt, das sicherste Mittel, die Gesundheit zu ruinieren, ist ein krankes Bett. Nun, Paracelsus wusste ja noch nichts von Elektrosmog. Es gab noch keine Handys, WLAN, Decktelefon. Das habe ich ja damals alles schon gehabt. Für mich war es praktisch im Rollstuhl, bis ich mit dem Rollstuhl zum Telefon gekommen bin. Ich habe dann schon so großes Siemens-Handy gehabt. Also Elektrosmog, Hochfrequenz, das waren damals schon meine belastenden Themen, sage ich einmal. Ja, und die heutigen funktechnischen Felder, die bis in den Gigahertz-Bereich vordringen, wie zum Beispiel auch das sehr umstrittene 5G, ist ja gesundheitlich sehr, sehr umstritten. Und wir können schließlich eigentlich nur noch darauf reagieren, auf der Informationsebene mit der neuen Informationsmedizin, Quantenmedizin. Und glücklicherweise gibt es neue Erkenntnisse aus der russischen Raumfahrt. Und die stehen uns heute mit dem VITA-System zur Verfügung. Was ist das VITA-System? Das VITA-System ist aus der russischen Raumfahrt. Das ist ein kleines Blättchen, das, ich sag mal, quantenphysikalisch informiert wird. Mhm. Denn wir haben ja vorhin schon gesagt, es kommt auf diesen zellbiologischen Informationsgehalt an. Das heißt, ich möchte mal ein Beispiel bringen. Wenn jemand weint, dann kann ich jetzt chemisch diese Träne untersuchen. Da werde ich wahrscheinlich dann feststellen, da ist ein bisschen Wasser drin, ein bisschen Salz, vielleicht nur Mineralien. Aber ich kann nicht feststellen, ob diese Träne aus Trauer geweint wurde oder weil ich einen Zwiebel geschnitten habe oder weil mir jemand einen Witz erzählt hat und ich musste Tränen lachen. Mhm. Also die Träne an sich, das Materie, die sagt nichts aus über die Information. Und dieses FIDA-System wirkt meiner Kenntnis nach auf dieser Informationsebene. Das heißt, es formt diese negativen Informationen in positive Informationen um. Und wie kann ich das anwenden? Oder wenn ich jetzt ein Haus habe, was mache ich damit? Ja, es gibt also da verschiedene Systeme. Da kann der Herr Andres noch mehr dazu sagen. Aber ich weiß eben, es gibt verschiedene Sachen. Einmal diese Chips aufs Handy oder auf alle Geräte, die strahlen. Mhm. Also WLAN-Router, Decktelefone, Funktelefone, Handys, wie schon. Und dann gibt es natürlich auch ein System, wie man ganze Räume so harmonisieren kann. Ja, da würde ich doch gerade mal ganz kurz den Herrn Andres dazu fragen. Ja, genau. Ja. Peter, erzähl mal. Ja, das ist was eigentlich ganz einfach. VITA-Chip ist ein Biotransmitter, den klebt man auf elektronische Geräte wie Bildschirme, WLAN, Decktelefon, alle funkstrahlenden Geräte. Mhm. Und diese bilden ein Feld, neutralisieren die schlechten Schwingungen und geben gute Schwingungen und gute Informationen über, sodass der Zellstress im Körper und auch die Körperspannung
wie der Herr Waldorf sagt, eben runtergeht. Und das kann ich auch im Schlafzimmer anwenden? Unbedingt, ja. Wo tue ich das da dann anbringen? Unbedingt am Bett oder sogar auf dem Mobiltelefon im Flugmodus auf dem Nachttisch. Mhm. Und dann schlafen sie besser. Ich habe sogar Klienten gehabt, die haben das Handy eingeschaltet und das Kopfkissen gelegt. Oh Gott. Und rufen mich an. Menschen, die in Chemotherapie waren, mhm, und Monate nicht geschlafen haben, haben mich angerufen am Morgen halb weinend und haben gesagt, herzlichen Dank, ich habe 8 Stunden durchgeschlafen mit eingeschaltetem Handy und dem Kopfkissen. Dann habe ich sie gebeten, dass sie es auf Flugmodus tun sollen. Wir brauchen keine Verbindung zum, mhm, Tower und zum WLAN und so. Ja, sehr interessant. Und wo haben Sie beides sich jetzt kennengelernt? Der Herr Waldorf hat uns kontaktiert mit seinen Heilpraktikern. Und da hat er, glaube ich, noch eine Geschichte zu, wie er zum Vita-Chip kam, ne? Ja, ganz kurz. Ja, wir haben so 1-2 Minuten noch, wenn Sie es kurz zusammenfassen könnten. Ja, also wie kam ich zu dem Chip? Ich habe einen sehr lieben Bekannten, der mich gefragt hat, ob ich diesen Chip testen kann zunächst. Dann habe ich den über Bioresonanz, über quantenphysikalisch informierte Karten und über die Meridian-Endpunkte an den Händen und Füßen gemessen. Denn rein mit physikalischen Messgeräten ist das nicht möglich. Mhm. War ich überrascht. Und vor allem diese Geldrollenbildung, wenn Ihnen das was sagt, wenn, ja, ich 2 Minuten mit dem Handy telefoniere, furchtbar, im Dunkelfeld habe ich diese Geldrollenbildung. Wenn der Chip auf dem Handy ist, zeigt sich diese Geldrollenbildung nicht. Und diese Testergebnisse habe ich meinem Freund Herbert natürlich dann übermittelt. Der ist an einer Bandscheibenoperation vor Jahren schon nicht so glücklich operiert worden. Und der hat also starke Schmerzen seit Jahren, muss die stärksten Schmerzmittel nehmen. Ich habe ihm dann bestätigt, dass dieser Fitter-Chip wirklich in Ordnung ist. Er hat sich den zugelegt, hat ihn auf den Körper geklebt und jetzt sitzt er wieder am Schreibtisch und schreibt sein viertes Buch. Also ich kann nur sagen, das hat mich dermaßen überzeugt. Ja. Ich kenne den Herbert sehr, sehr lange und er war bloß noch fast im Liegen möglich, irgendwas zu machen. Ja, diese Einzelschicksale sind natürlich immer sehr herausragend bei solchen Geschichten da. Ja, geht einem wirklich das Herz auf, ja, bei diesen Lösungen. Ja, und da könnte ich also stundenlang jetzt von Erfahrungen berichten. Vielleicht eines noch, eine Familie hat mir dann eine E-Mail geschickt. Ich habe jetzt die Chips bestellt. Gestern hatte Martin, das war ihr Sohn, Kopfweh, sofort den Chip aufgeklebt. Bei Ingo, ihr Mann, war heute schwindelig. Kurz nach dem Aufkleben war alles gut. Sie schreibt dann nur, ich freue mich sehr darüber, verstehe aber die Welt nicht mehr. Ja, schön. Es, ja, ist einfach die Wirkung, die überzeugt mich. Ja, super. Lieber Herr Waldorf, vielen Dank, dass Sie heute als Gast zugeschaltet worden sind und sich die Zeit genommen haben, uns einen Einblick in Ihre bewegenden Jahre zu geben. Also es ist ja wirklich sehr beeindruckend, vom Sterbebett zum Studium und dann nochmal Vollgas. Ja. Wirklich toll. Vor allem jetzt bin ich 80 und mache das immer noch mit Freude und mit Elan. Ich finde das echt faszinierend. Ganz toll. Vielen Dank für diesen tollen Einblick. Ja. Gerne. Lieber Peter, vielen Dank, dass du diesen besonderen Gast heute mit eingeladen hast. Das war ein schönes Gespräch. Man kann echt viel mit rausnehmen. Und wenn sich jetzt der Zuschauer informieren möchte, hast du noch eine Webseite oder irgendwie? Wir haben eine Webseite vita-chip.ch, mhm, und ganz viele Informationen auf unserem YouTube-Kanal. Okay. Und es war mir einfach sehr, sehr wichtig, auch die Message rüberzugeben, wie der Herr Waldorf lebt und wie er diesen Absturz erlebt hat und dann und jetzt, ja, Gutes tut. Und ich habe eben so eine ähnliche. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke, Peter. Ja, liebe Zuschauer, das gab jetzt mal einen spannenden Eindruck hier durch die 2 Herren. Ja, viel Lebenserfahrung. Und ich hoffe, Sie konnten für sich was rausnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.